Im Waldviertel in Grafenschlag sind gleich mehrere Filmlegenden zu Hause, und zwar Motorbetriebene. So kann es vorkommen, dass ihnen auf der Straße plötzlich der A-Team-Bus oder der sprechende Kit aus der Serie Knight Rider entgegenkommt. Die Autos gehören einem Versicherungsvertreter, der die Wagen mit viel Liebe zum Detail originalgetreu nachgebaut hat. Fabian Fessler hat ihn besucht. Er kommt. Martin Hahn. Ein Mann und seine Autos sorgen für einen Hauch Hollywood im Waldviertel. Das ist ein Pontiac Trans Am, der umgebaut wurde auf Knight Rider, also als den Kit aus der Fernsehserie. Ich schlage vor, dass ihr euch anschnallt. Nur mal so zum Vergleich, das ist der Original-Kit, mit dem David Hasselhoff für die Foundation für Recht und Verfassung unterwegs war. Martin Hahn ist mit seinem Kit für das Recht auf Versicherungen unterwegs. Das schwarze Auto ist das Markenzeichen des Versicherungsvertreters. Um eine Straßenzulassung für den selbstgebauten Kit zu bekommen, musste Martin Hahn x-mal zur Typisierungsstelle, etwa um nachzuweisen, dass das Armaturenbrett tatsächlich funktioniert. Das ist der Drehzahlmesser. Das ist wie viel Strom, dass die Lichtmaschine liefert, Öldruck und Wassertemperatur. Turbobus gibt es auch, der ist da herunten, leider nicht funktionsfähig. Schleudersitz gibt es auch. Aber kann man alles noch nachrüsten. Also Zeit bis zu der Pension habe ich noch ein bisschen. Daheim vor der Garage in Grafenschlag stehen noch ein paar Autos, die man aus dem Fernsehen kennt. Den A-Team-Bus haben wir selbst gebaut, ein Freund und ich, 2010, in einem viermonatigen Horuk-Tempo. Und den DeLorean habe ich von einem Sammler aus Los Angeles gekauft. Dank Plutonium und Fluxkompensator ist der DeLorean eine Zeitmaschine. Zu sehen in den Zurück in die Zukunft-Filmen mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd. Marty! Du musst mit mir zurückkommen! Wohin? Zurück in die Zukunft! Ein Glück, dass der DeLorean im Jahr 2015 im Waldviertel gelandet ist. Nun muss Martin Hahn einfach nur das Jahr eingeben, in das er als nächstes fliegen will, etwa um noch ein besonderes Auto zu holen. Das war 1984, wo Ghostbusters aktuell war. Das war ein Klassiker, 59er Cadillac. Weil die Plutoniumvorräte aber gerade aus sind, geht Martin Hahn doch den mühsamen Weg, selbst wieder ein Filmauto nachbauen. Aktuelles Projekt ist das Batmobil aus dem Tim Burton-Film von 1989. Wie die anderen Autos auch, ein Sammelsurium aus Originalteilen und millimetergenauen Nachbauten. Die Karosserie stammt von einem Batman-Fan aus Ohio. Und das Armaturenbrett ist vom Original Studio Cockpit, das eigentlich nur einmal auf der Welt existiert. Ich bin im Juni nach Beverly Hills geflogen und habe das von einem Sammler aus seiner Garage gekauft. Wahrscheinlich wird es noch Jahre dauern, bis das Auto fertig ist. Ja, die Freundin war am Anfang nicht so begeistert, weil es gefürchtet hat, dass ich wenig Zeit mit ihr verbringen werde an den Wochenenden. Aber mittlerweile findet sie es cool, dass wir unsere Kinder vom Kindergarten damit auch hinwerden. Einziges Hindernis, die Typisierungsstelle. Eine Straßenzulassung hat das Batmobil noch nicht und bei den Abgaswerten wird es auch nicht so einfach werden.